Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, wir müssen dem kleinen Phönix helfen und ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau, wo ich hier eigentlich hin muss, wenn ich jetzt ehrlich bin. Weil das zeigt, ich will das jetzt auch nicht verfolgen, weil ich ja noch eine Tierrasse zählen muss und ich weiß nicht, ob der das dann gespeichert hat. So, Moment, da könnte ich aber mal eben was hinsetzen. Das heißt, da hinten. Okay. Ich glaube, da oben werde ich wahrscheinlich eher nicht raufkommen, ne? Ich denke mal, ich muss irgendwo Richtung Berg dann rum. Ach du Schande. Eieieiei. Doch, da oben komme ich mit ein bisschen Glück noch hin. Ja, okay. Perfekt. Tore des Tartaros. Hier bin ich nicht gerne. Weit ist es nicht entfernt. Ja. Da unten sind Gegner. Was ist das denn für ein Viech? Ach du Scheiße. Okay. Eieiei, zum Glück muss ich da jetzt nicht zu diesem Spalt hin. Die werde ich dann aber auch noch später machen müssen, befürchte ich. Aber ich muss jetzt erstmal hier oben hin. So. Ich hoffe jetzt nur, dass keins von diesen riesen Viechern hier oben ist. Ah, das sieht gut aus. So, kehre zum abgestürzten Vogel zurück. Der war da oben. Das ist natürlich jetzt zum Runterfliegen, ist das jetzt ein bisschen blöd. Ich meine, hier können wir fliegen, das ist kein Thema. Aber ich kann halt nicht komplett rüberfliegen. So. Komme ich da hin? Wenn nicht, komme ich auf jeden Fall davor aus, ne? Nicht ganz. Okay, aber wir sind auf jeden Fall angekommen, wo wir hin wollten. Das ist gut. Ja, du darfst dich gerne erholen. Was haben wir denn hier? Ach, da müssen wir hin, oder? Nee. Das ist irgendwie ein anderes Rätsel anscheinend. Weil mit der Markierung sah es jetzt irgendwie so komisch aus, als ob wir hier rein müssten. Okay. Komm, kletter. Los. Hey, mein Kleiner, ich habe den Kern. Tut mir leid, echt. Komm, ich besorge uns Hähnchenkeulen. Gehen auf mich. Was für ein Arsch. Oh, das macht es einfacher. Die Hähnchenkeulen sind ja schon hier. Stolzes Kerlchen. Ziemlich hochnäsige Vogelart, die Typhon da versenkt hat, was? Angenehm, Eure Exzellenz. Ich werde ihn Phosphor nennen. Nach Phosphoros, dem Morgenstern. Phosphi sagt, er ist noch schwach und muss erst zu seiner alten Stärke finden. Er bietet dir Hilfe auf deiner Reise an, als Dank dafür, dass du sein Leben gerettet hast. Und er liebt den neuen Spitznamen. Stimmt's? Den liebst du doch, oder, kleines Phosphi? Ich wusste, das war die richtige Entscheidung. Dem bösen, untoten Vogel helfen? Genial! Ich nehme alles zurück.
Du hattest den richtigen Riecher. Dieser prächtige Vogel bietet an, uns etwas zu zeigen. Daedalus geheime Schatzkammer. Im Ernst? Der geniale Erfinder, der diese Insel erbaut hat? Genau der. Phosphi sagt, da lege ein Haufen Elektra mit meinem Namen drauf. Ach ja, und es gibt einen zweiten Kern der Speise der Toten, der Phosphi stärker macht denn je. Sieh mal einer an. Wer Gutes tut, dem widerfährt auch Gutes. Wer hätte das ahnen können? Ist das eine Fangfrage? Denn die Antwort lautet natürlich niemand. Also, wir müssen zwei Hinweise finden, die uns zur Schatzkammer führen. Und mit wir meine ich dich. Einer ist bei den Drachenknochen, der andere beim Aquädukt. Habe ich recht, Phosphi? Ja, er liebt diesen Spitznamen abgöttisch, stimmt's? Okay. Ja, war dann wohl doch nicht mehr ganz so viel, was wir machen mussten. Der Name der Liebe. Ist das jetzt schon wieder eine neue Quest? Ich weiß schon gar nicht mehr, bei welchen Quests wir hier weitermachen sollen. Du kannst Phosphor mit neuen Skin-Varianten individuell gestalten. Jede Skin hat ihren eigenen Effekt. Oh, der fliegt über mir. Oh. Dann machen wir mal schnell ein Bild von, damit ich auch weiß, wo ich den bekommen hatte. Oh, ist das schön. Begleitet er mich jetzt? Also ich kann wohl sein Aussehen ändern. Also gehe ich davon aus, dass wir den jetzt bekommen haben. Finde einen Hinweis, der zu Daedalus Schatz führt. Oh Gott, da hinten? 2700 Meter entfernt? Da hinten? Wollt ihr mich veräppeln? Naja gut, dann würde ich sagen, müssen wir das halt eben später machen, weil das ist dann doch ein bisschen weit weg. Dann würde ich sagen, dass wir mit Aphrodite erstmal weitermachen. Da müssen wir ja... Achso, da müssen wir Gewölbe erforschen. Okay. Ja, ich bin jetzt zur Halle der Götter geportet und wollte von hier aus mal schauen, dass ich diese Aphrodite-Sachen mache. Da fällt mir übrigens auf, dass hier auch noch zwei... Ambrosias sind. Ja, ich würde schon gerne noch vorher... Kann man eigentlich irgendwo... Moment, rechts, links? Ach, das sind die Ziele, die man durchgehen kann. Okay. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Eigentlich wollte ich ja nur gucken, ob ich die... hier die Quests durchschalten kann. Aber da ich jetzt sowieso anscheinend eh eine neue Quest angenommen habe, denke ich mal, ja, entweder haben wir... Glück oder wir haben halt eben kein Glück mit dem Zähmen, dass das noch angenommen wird. Also, wir werden erstmal die Sache mit Aphrodite hier machen. Ich muss mal schauen. Da sind jetzt die Markierungen. Ich glaube, das ist jetzt auch der Ort, wo ich als erstes hin möchte. Ne? Genau. Ich will nämlich als letztes nach da oben gehen, wo dieser Taifun... Nee, wie heißt er nochmal? Dieser eine Gegner auf uns wartet, weil der doch ziemlich heftig war bei unserer letzten Begegnung. Oh. Oh, das müssen wir uns mal kurz angucken. Oh, ist das schön. Der fliegt ja mit mir. Okay, das Bild ist jetzt nicht so schön. Aber ich finde das so cool, dass der mitfliegt. Oh. Das ist ja schön. Oh, nee, da sollte ich vielleicht jetzt nicht direkt drauf zu fliegen. Da unten glänzt was. Das ist aber, glaube ich, nicht das, wo wir hinwollen, oder? Na gut, wir werden jetzt hier erstmal abstürzen. Das andere ist viel weiter entfernt. Okay. Aber ich bin immer noch begeistert, wie weit man letztendlich kommt mit diesem Schub. Also bin ich doch sehr, sehr positiv angetan und Festbereich, genau. Und freue mich auch, dass ich das als erstes genommen hatte. Das Adonia-Fest, das stinkigste aller Feste. Das Richtige für Adonis, aber er war nicht der Richtige für Aphrodite. Sie hatte Besseres verdient. Beim Adonia-Fest feierten Frauen ihre Selbstentfaltung. Sie tanzten auf Dächern und brachten duftende Pflanzen wie Fenchel und Kohl zu den Feierlichkeiten mit. Im Sinne der Adonia
Ist es nicht Aphrodites freie Wahl, wen sie liebt? Nicht, wenn er scheußlich ist wie dieser Gestank. Und doch ließen die Dorfbewohnerinnen Jahr für Jahr diese Düfte von den Dächern aufsteigen. Vielleicht ging es vor allem um die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Phoenix würde am Fest teilnehmen und sich Adonia öffnen müssen, um Zugang zum Gewölbe zu erhalten. Da, ich hab's gesehen, Prometheus. So ein kleiner Nebensatz und du wirst rot wie ein Granatapfelbaum. Du hast deine Vorlieben und ich habe meine. Okay, also ich habe jetzt gerade gesehen, dass da oben noch ein Ambrosia dran ist. Ich hoffe, dass wir das jetzt schaffen. Die ist gerade so ein bisschen... Na komm, komm, komm. Okay. Perfekt. Ich weiß aber jetzt nicht genau. Da oben sind noch Schweine. Ich muss ja ins Gewölbe rein, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Finde Aphrodites Tränen in den Gewölben des Tartarus. Genau. Hier oben sind auf jeden Fall keine Gewölbe. Hier oben sind nur die Schweine. Das heißt... Okay, wahrscheinlich ist es hier im Haus drin, nehme ich mal an. Oh. Aua. Ich habe gedacht, hier unten ist es. Ich habe gedacht, da könnte ich jetzt drauf landen. Okay. Na komm schon. Müssen wir denn hier irgendwas Spezielles machen? Können wir hier irgendwas Spezielles machen? Fragen wir es mal so. Wir können mit Pfeilen schießen. Aber wir haben nichts, womit wir dann treffen müssen. Was hat der gesagt? Ich muss mich auf das Fest einlassen. Den Teil habe ich jetzt irgendwie gar nicht verstanden. Da hinten sind auch noch welche, sehe ich gerade. Was haben die gemacht? Die haben irgendeinen Geruch. Ich habe jetzt gar nicht so richtig zugehört, weil ich hier am Gucken war und am Laufen war. Was soll man hier erstmal alles ein? Sehe ich da hinten jetzt schon direkt? Nee, die ist auf der anderen Seite. Kommen wir jetzt von hier aus aber auch nicht so gut hin, oder? Ah, gut, kann man hochklettern. Die würde ich schon ganz gerne noch eben holen, bevor ich mich da ums Rätsel kümmere. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schaffe mit einem. Machen wir es lieber in zwei Schüben hier. Irgendwo da drüber war auch der Bär. Nein, geh da hoch. Sogar ein blauer Bär, okay. Oh, ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Okay, aber das hilft mir trotzdem nicht, dieses Rätsel hier zu lösen. Hier sehe ich jetzt so nichts von oben. Ich weiß nicht, müssen wir von... Oh, ich mich gerade schon... Müssen wir vielleicht von oben irgendwas machen? Dass ich irgendwas nicht sehe? Das ist da durchgebrochen. Können wir da irgendwas reinwerfen vielleicht? Oder können wir da... Moment, können wir da vielleicht hoch? Ich glaube es ja eher nicht, weil das war ziemlich eng. Ach komm, kletter da hoch. Ich bin mal nicht sicher. Nein! Oh! Anscheinend nicht. Die Frage ist, ne, einen Pfeil kriege ich ja auch nicht durch, weil ich nichts habe, womit ich dann schießen könnte. Ach, Moment. Nee, oder?
Muss ich diesen Kohl, muss ich den hier hinlegen? Muss ich den sammeln? Moment. Hatte ich hier oben nicht irgendwo was gesagt? Doch, da oben. Links ist auch noch was? Aha. Okay, okay, okay. Dann weiß ich jetzt, wie ich reinkomme. Drei Stück. Also zwei habe ich jetzt schon gesehen. So. Frage ist, kriege ich noch nicht von hier aus? So, den haben wir. Ich denke mal, ja, da oben liegt noch einer, genau. Okay, perfekt. Ist ja gar nicht so schwer. Ich sag schon gar nichts mehr, weil jetzt hier überall irgendwelche Geister rumlaufen. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Oje, oje. Was sind das denn hier für Geister? Ich weiß es nicht. Aua! Was war das? Hallo? Sind das jetzt irgendwie die verstorbenen Leute oder was von hier? Oder? Oh, das wird jetzt auf einmal so dunkel. Wird es gerade Nacht oder muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass jetzt irgendwas passiert? Oje, oje. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich speichere nochmal ganz schnell zwischen. Nach dem letzten Mal, wo ich nochmal alles neu machen musste, habe ich mich keine Lust, nochmal alles neu zu machen. Ja, und dann ab in den Schlund.